vor dem Studienbeginn habe ich ein FSJ gemacht. Für mich war dann aber relativ schnell klar, dass ich halt ein bisschen mehr in die medizinische Richtung gehen möchte. Und der Physician Assistant bietet einfach eine gute Alternative dadurch, dass man dieselben Bereiche wie im Medizinstudium abdeckt, bloß nicht über so eine große Dauer. Man hat dieselben Fächer im Prinzip und denselben Tätigkeitsbereich. Da mir zudem die Arbeit im Team und das Arbeiten mit Menschen sehr gut gefällt, ist es der richtige Studiengang für mich. Das Studium an sich hat mich von der positiven Seite überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass wir so viele medizinische Inhalte vermittelt bekommen. Nachdem ich schon eben ein paar Einblicke hatte in die Vorlesungsskripte, was eben so abläuft in den ersten zwei Semestern, war ich eigentlich guter Dinge und es hat Spaß gemacht. Man hat sich darauf gefreut, die Vorlesungen zu besuchen. Wir profitieren auch sehr viel davon, dass unsere Professoren alle noch in der Praxis tätig sind. Das heißt, wir sind eigentlich alle immer so up to date, was gerade in der Medizin so los ist und bekommen die wichtigsten Inhalte übermittelt. Also ich bin mit der Einstellung ins Studium gegangen, dass ich viel Praxis machen darf. Deswegen war der Studiengang auch so attraktiv für mich. Aber der große Umfang an Praxis, den es dann doch mit sich gebracht hat, der hat mich sehr gefreut. Wir haben ja jedes Semester unsere modulspezifischen Seminare und auch zwischen dem zweiten und dritten Semester hatten wir jetzt unser erstes Klinikpraktikum. Also auch hier ging es schon voll in die Praxis rein. Wir haben die Möglichkeit, delegierbare Aufgaben von den Ärzten zu übernehmen, die zu entlasten, aber halt trotzdem auch irgendwie die Möglichkeit, mehr Patienteninteraktion zu haben und uns in verschiedene Fachbereiche zu spezialisieren. Mit diesem Physician Assistant Studium ist das Gute, dass man halt in allen Fachbereichen arbeiten kann. Man kann im OP arbeiten, man kann im Klinikum auf der Station arbeiten, man kann in Arztpraxis arbeiten. Aber dieses Studium ist vor allem für die, die so einen Hunger noch nach mehr haben. Weil ich habe super viel in meiner OT-Ausbildung schon gelernt, aber was ich hier im Studium schon in den ersten Semestern gelernt habe, übersteigt über weitem das, was ich in 3 Jahren gelernt habe. Diejenigen sollten mitbringen, dass sie gerne in einem Team arbeiten, dass sie auch gerne mit Menschen zu tun haben, dass sie gerne Menschen helfen wollen, empathisch sind und Lust haben zu lernen. Ich würde es eigentlich jedem empfehlen, der schon irgendwie eine Vorausbildung hat, aber natürlich auch jedem, der sich für den Bereich interessiert und dafür schon alle möglichen Praktika gemacht hat oder in diesen Bereich eben schon reingeschnuppert hat. Auch wenn man so wie ich direkt nach dem Abi kommt, man hat ja nicht alle Fächer, jeder hat unterschiedliche Vorkenntnisse, dann lassen die sich im ersten Semester gut aufholen und auch auffrischen. Wer sich dafür interessiert, schafft es auf jeden Fall. Man muss sich natürlich immer hinsetzen, nach der Vorlesung nachbereiten, aber dann kann man es auf jeden Fall schaffen.